Seit einiger Zeit schon fordern die Wirtschaftsjunioren, mehr praxisorientierten Unterricht an den Sekundarschulen und Gymnasien zu geben. Denn die Schülerinnen und Schüler von heute sind die Auszubildenden und Angestellte von morgen. Aber nur fordern reicht der Institution nicht. Nun sind sie einen Schritt vorangegangen und haben eine Kooperationsvereinbarung mit der Sekundarschule am Schillerpark geschlossen. Ja, also wir freuen uns natürlich erstmal, dass wir heute die Kooperationsvereinbarung unterzeichnen können. Und wir sind hier mit offenem Arm empfangen worden als Wirtschaftsjunioren. Und die Begeisterung der Schüler, aber auch der Lehrer und auch des Schulleiters haben uns wirklich begeistert. Und wir wollen mit dieser Vereinbarung, ich sag mal, das Fachkräfteproblem angehen und auch lösen, dass wir also die Unternehmen und die Schüler zusammenführen. Und wir haben heute also die Unternehmensbesichtigung durchgeführt mit drei Unternehmen, sind auch den Stadtwerken sehr, sehr dankbar über die Bereitstellung des Busses. Und wir werden auch weitere Projekte mit dieser Schule realisieren. Das sind also auch Vorstellungsrunden von Unternehmen hier in dieser Schule, aber auch Unterstützungstätigkeiten für Wettbewerbe, die die Schule so in den nächsten Wochen und Monaten plant. Und da werden wir in den nächsten Jahren noch die eine oder andere Meldung verbreiten können, wie die Zusammenarbeit funktioniert. Für die Schülerinnen und Schüler, die am Donnerstag sogar in drei ausgewählte Dessauer Unternehmen schnuppern durften, ist das eine tolle Sache, denn sie bekommen schon sehr zeitig einen Blick in die Berufswelt. Man bekommt Einblick in die Praxis, sage ich mal, in die Betriebe. Man weiß ja nicht jetzt als Außenstehender, was genau tut man da. Wie sind die Aufgaben? Welche Eigenschaften muss man mitbringen? Und wenn man auch ein Gespräch mit den Betrieben führt, dann weiß man, was man für Eigenschaften mitbringen muss. Und man stellt sich ja auch unter manchen Dingen was ganz anderes vor, als es dann in Wirklichkeit ist. Ich finde, man muss ziemlich genau wissen, was man dann werden will. Und man muss ja auch dann diese Erfahrungen mit reinbringen. Ich finde, das muss im Unterricht mit eingebaut werden. Also ich finde sehr besonders, dass halt die drei Firmen gezeigt werden und dann die Schüler wirklich aufgeschlossen werden, was zum Beispiel die bestimmten Berufe so aussagen, zum Beispiel Tischlerei, dass man nochmal genau weiß, was da so gemacht wird. Zum Beispiel nicht, wenn man jetzt vielleicht einen anderen fragt, dass da Tische gemacht werden, weil das wird gar nicht mehr gemacht, dass man richtig nochmal weiß, dass man da vielleicht den Weg einschlagen könnte, um zum Beispiel den Beruf Tischler zu lernen. Für Dr. Ulf Stuperka, Schulleiter der Sekundarschule am Schillerpark, ist diese Kooperation eine gelungene Ergänzung, um den Einstieg in die Berufswelt erlebbar zu machen. Denn viele Schülerinnen und Schüler haben bisher wenig oder gar keine Vorstellungen vom Berufsleben. Die Schüler wissen häufig nicht genau, was sie von dem Unternehmen erwarten, welche Ausbildungsplätze da sind, welche Möglichkeiten, welche Chancen, welche Risiken. Und das ist eine Möglichkeit, um die Schüler an diese Produktionsform heranzuführen. Von der Kooperation erhoffe ich mir sehr viel, weil die Wirtschaftsunion ja nicht nur einen Betrieb verkörpern, sondern viele Unternehmen, viele Betriebe, sodass wir eigentlich mit dem einen Vertrag viele, viele Verträge unterzeichnet haben. Viele Eindrücke haben die Schülerinnen und Schüler an diesem Tag mitgenommen. Nun sind sie zwar noch nicht fit für den Arbeitsmarkt, doch zumindest haben sie dank der Kooperation mit der Dessauer Wirtschaft die Möglichkeit, Produktion hautnah zu erleben.